Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu MXGP, das offizielle Motocross-Rennspiel. Und ja, wir werden uns das mal ganz kurz angucken, ein sogenanntes Vorstellungs-Fazit-Video, ob sich das lohnt, dieses Spiel zu holen. Gibt es ja jetzt in ein Angebot bei Steam für, ja, 33 Euro. Und ja, wenn das Angebot vorbei ist, dann kostet das 40 Euro. So, wir starten einfach mal die Demo und gucken uns an, was es bis dahin gibt. Ein Tutorial. Mit dem Steuerungssystem in MXGP kannst du Motorrad und Fahrer komplett unabhängig voneinander steuern und erhältst eine noch nie dagewesene Kontrolle. Ja, ich stehe auf Kontrolle. Machen wir mal weiter. Aha. Der Fahrtechniken. Der beste Weg, vor einer Kurve abzubremsen, ist die Motorbremse. Alles klar, interessiert mich nicht, aber ich werde jetzt erstmal das Menü, hier sieht man, es ist nicht alles, ja, hinterlegt, was wir machen können, aber als erstes werde ich mal den Sound hier, oder erstmal das Video, ja, hier kann ich hier gewisse Sachen anzeigen lassen, aber wir werden erstmal den Sound ein bisschen runterdrehen. Das ist doch ziemlich brachial und laut, gerade die Musik, die ist dann, denke ich mal, auf Dauer ein bisschen nervig. Erstmal runter mit dem Mist und, ja, die Fahrzeuge, Motor und Reifeneffekte runter. Die Sprache lasse ich einfach mal. So, was gibt's noch hier in der Demo? Gehen wir erstmal auf mein. In diesem Bereich kannst du dich immer aktuell über deine Fortschritte in MXGP informieren und das Aussehen deines Fahrers verändern. Ja! Hier erreichst du auch den Multimedia-Bereich, in dem Bilder und Videos über MXGP zu sehen sind. Cool! Ja, ich baue ja gerne an mich rum. So. Ja, hier sieht man noch irgendwelche Tutorials. Ich denke mal, da wird es ja noch mehr Videos geben, etc. Egal, ich würde sagen, wir starten einfach mal, um, ja, mal zu sehen. Wir haben hier MX1 und MX2, wir können nur MX1 nehmen. Wähle einen eigenen Fahrer oder wähle einen der offiziellen Fahrer und fahre ein ganzes Wochenende Rennen auf deiner Lieblingsstrecke. Ja, ich habe gar keine Lieblingsstrecke. Ich muss ehrlich sagen, GP hat mich noch gar nicht so interessiert. Es sind offizielle Fahrer dabei. Und ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr hier irgendwelche Leute hier kennt. Ich habe absolut ja, von diesem Genre keine Ahnung. Wir werden einfach hier den Italiener nehmen mit der KTM. Und ja, es sollen 14 Strecken sein. Alles auch offiziell. Wir nehmen die hier ganz normal in England. Ja, 3 Runden fahren wir. Wir haben Schwierigkeitsgrad leicht. Ich denke mal für die erste Runde. Wow! Sogar mit richtigen Live-Bildern. Cool, das finde ich natürlich immer richtig nice, dass man sowas reinmacht. Ja, das werden alles original sein und willkommen in England. Und ich habe auch kein Problem damit, dass hier richtige Werbung drin ist. Und hier sehen wir nochmal den Streckenverlauf, so einen kleinen Überblick, wie das aussieht. Gut, grafisch ist es jetzt nicht die Ober... Burner. In der Box kannst du auf den linken Monitoren den Rennverlauf verfolgen oder mit dem Chefmechaniker an deiner Seite sprechen, um das Setup deines Motorrads zu verändern. Ah, gut. Das kennt man ja irgendwie aus den gewissen Formel 1 Rennspielen von Codemasters. Und hier könnte ich noch ein bisschen was machen. Federung. Ja, hier kann ich vorne, hinten, Härte einstellen. Getriebe, mittel, hoch, niedrig. Ja, gut, wir lassen mal das so. Bremsen vorne, hinten. Viel ist da nicht einzustellen, aber ich denke mal, das soll einsteigerfreundlich sein. Ich könnte jetzt alles speichern auf eine gewisse Strecke. Gut, wir starten einfach mal und gucken uns an, wie es hier losgeht. Ach, hier könnte ich jetzt aussuchen, von wo ich starte. Cool. Ja, ich nehme die goldene Mitte. Ja, yeah, mein Bro. ja. Fehlen ein bisschen mehr Texturen, ne? Aber so jetzt, die Aufmachung finde ich richtig gut. Wow. Ja, ja, dich nehme ich mit, wenn ich Erster werde. Gut, ja, Red Bull, Honda, KTM, alles was ich so sehe. Und neben mir rechts Yamaha. Wow, wow, wow. Also, ich versuche jetzt mit den rechten Steuerknüppel oder Stick. Ich spiele das mit dem Xbox-Controller. Oh, hier ist Action, hier ist Action. Also die KI macht auch Fehler. Wir spielen das, wie gesagt, auf leicht. Weil, ja, das ist meine erste Runde. So, bam. Ja. Verdammte Axt. Ist doch gar nicht mal so einfach. Und uiuiuiui. Und hier, ja. Hier fliegen sie gleich auf die Fresse. Ich bin auf Platz 10. Und ja, ich möchte unter die ersten 3 sein. Weil ihr wisst ja, 3 ist meine Glückszahl. Und wow, wow, wow. Aber ganz ehrlich, es macht mir richtig Spaß. Ja, es ist zwar jetzt nicht die grafische Bombe und man sieht schon, meine Füße sind ein bisschen dreckig. Die Partikel fliegen zwar,
aber jetzt nicht so brachial, wie man sich das vielleicht aus anderen Spielen ja irgendwo kennt. Schadensmodell wird es wahrscheinlich auch nicht geben, aber so, dass man seinen Fahrer selber gestalten kann. Ich denke mal, oh, hier gibt es dann auch noch Punkte und man müsste richtig, ja, die Bodenwellen ausnutzen, um noch einen richtigen Schwung rauszuholen, aber das kriege ich noch nicht so richtig hin. So, jetzt lehne ich mich ein bisschen in die Kurve, jo, und eieieiei, ich könnte ja auch so einen kleinen Wackler machen in der Luft, ne? Eieieiei, das ist gar nicht mal so einfach. Ja, man muss das erstmal in Fleisch und Blut übergehen. Diese ganze Steuerung ist sehr, sehr wackelig und ich weiß gar nicht, ob ich denn mich irgendwann auf die Fresse packe, wenn ich mich zu sehr in die Kurve lehne. Ich denke mal schon. Aber seht ihr, wie wie mein Hemd so ein bisschen wackelt? Durch die Geschwindigkeit von, ja, 60, 70. und überholt. Ich bin Platz 3. Super. Ja, dann habe ich ja das erreicht, was ich erreichen wollte. Zweite Runde. Und ja, es ist ganz cool. Ihr könnt... Genick gebrochen. Oh, scheiße. Jetzt bin ich wieder Platz 4. Ja, muss ich mir ein bisschen anstrengen. Ja, auf jeden Fall kann ich für das Spiel jetzt, für Spielspaß, auf jeden Fall sagen, für Fans der, ja, Cross-Serie unbedingt, ja, das ist wirklich echt richtig hammergeil, das Spiel. Oh ja, man kann sogar noch ein bisschen fernab der Strecke fahren, finde ich cool. Und man muss hier ein bisschen Feingefühl haben. Ich denke mal, mit so einem Xbox-Controller lässt sich das ganz gut steuern. Und jetzt hat sich noch mal überholt. Verdammt, und da kommt der Nächste. Oh, jetzt hole ich aber die Brechstange raus. Jungs, jetzt ist Ende im Gelände. Und ja, wie gesagt, der Zaun ist ordentlich, also sehr brachial. Ich denke mal, die haben da gute Arbeit gemacht. Das will ja in Richtung Simulation gehen, dieses Spiel. Und ja, ich finde es cool. Also auch für nicht betagte Crossfahrer auf jeden Fall einsteigerfreundlich. Nicht so viel Klimbim. Hier geht es aufs Wesentliche. Es wird vorher noch ein bisschen gezeigt, wie ja das Rennen, also so ein bisschen Rennflair. Das finde ich ja immer ein bisschen schön, dass sie so eine kleine Einleitung bringen und dass es auch in Deutsch hinterlegt ist. Also auch die Kommentatoren finde ich cool. Und auch, dass hier original Werbung drin ist, ja, also ich habe damit keine Probleme, das macht das alles ein bisschen authentisch. Ja, wie es wie das dann aussieht, ob man vielleicht selber noch Strecken bauen kann und Multiplayer habe ich jetzt gar nicht gesehen, könnt ihr ja mal unten in den Kommentaren reinschreiben. Und ich werde auch mal ein paar Links noch reinmachen, wo es das vielleicht noch zu kaufen gibt. Ja, es gibt ja Leute, die mögen keine Downloads, die mögen das ja als richtige Packung, das ins Regal so stehen. Oh, voll weggekickt. Verdammte Axt, ey. Aber es gefällt mir und ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich mir das hole, ja. Ich werde das jetzt nicht auf super schwer spielen, höchstens auf normal und ja, falls ihr sowas sehen wollt, ja, dann gebt dem Video einfach mal einen Daumen nach oben, dann weiß ich, ja, dieses Spiel wird vielleicht gerne von einigen gesehen und ja. Aber im Großen und Ganzen will ich euch das einfach nur vorstellen. Unten findet ihr auch noch einen Link zu, ja, den ganzen Playlist, wo ich alle anderen Spiele so ein bisschen vorstelle. Falls Leute, ja, überlegen, gewisse Spiele zu holen oder auch gar nicht wissen, dass es so eine Spiele gibt, ja, also, ja, ich zeige ja ein großes Spektrum und jetzt geht es um die Wurst, jetzt, bam, Kick! Ja, ich weiß, das ist nicht die feine englische Art, aber, ja, er stand einfach im Weg und jetzt... Jetzt geht's um den ersten Platz. Los, Maximus. Maximus, jetzt geht's los. Los, los, und ja, er macht Faxen. Und das war natürlich die Option gewesen, an ihn vorbeizuziehen. Super gemacht, Maximus. Jetzt hau ich mich virtuell selber auf die Schulter. So, ist jetzt hier das Ziel? Soll ich mal auch so einen Flipflop machen? Yeah! Nee, war nicht das Ziel. Naja, okay. Sei es drum, das wird gleich so sein. Und boah. Wow, es gefällt mir, es gefällt mir. Ich weiß aber nicht, ob man wirklich jetzt 40 Euro ausgeben müsste. Also wie gesagt, unten könnt ihr mal gucken, ob es noch günstiger irgendwo gibt. Und also bei Amazon oder MMO. Ja, und das wird das Ziel sein, das wird das Ziel sein. Und yeah, und da hebe ich die Hand. Yippie-Kayo, Schweinebacke. Maximus hat es trotzdem noch geschafft. Jetzt kann man sich sogar noch eine Wiederholung angucken. Und
Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie es so aussieht. Ja, hinten, das ist sehr, sehr matschig. Und ja, die Bodentexturen sind jetzt auch nicht so besonders. Aber die Motorräder haben sie doch sehr hübsch dargestellt. Auch die, ja, Manikicken, also die Fahrer oben. Es wirkt trotzdem ein bisschen holzig, muss ich sagen, jetzt die Bewegung. Jetzt guckt euch mal an, wie ich da jetzt fahre. Und wow, ah, platsch, da liege ich. Gut, das soll es aber auch gewesen sein. Ja, ich denke mal, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick gewonnen über das Spiel, wie mir das gefällt. Und oh, hier kriege ich noch Erfahrungspunkte. Wow, das sind dann wahrscheinlich die Punkte sein, wo ich vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen freischalten kann. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Und jetzt sehen wir hier noch schnell die Siegerehrung. Maximus, ja, hat gewonnen. Und mit den Worten möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye, bye. MXGP. Erhältlich ab 28. März.